Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes von Shadowlorn. Ja, im letzten Part ging ganz schön die Scheiße los. Kann man ja anders sagen. Velasco hat quasi das Ende der Welt herbeigeführt, indem er jetzt das finale Ritual um Shadrach macht. Und am Weltenbaum hatten wir eigentlich, wir waren eigentlich von Anfang an so schon spät. Also, was soll man machen? Lernen wir aus unsere Fehler und... Das kann ich niemals kaufen für alle. Nope. Nee, no, auf gar keinen Fall. Das geht maximal erst, wenn ich halt die ganzen Nebenquests mache. Und ja, wie soll ich die Nebenquests machen, wenn ich das halt nicht während der Aufnahme machen will? Das ist jetzt. Ist jetzt ein wenig doof. Das muss ich halt nach und nach machen. Oh weia boy. Aber vielleicht kann ich ja ein paar neue Sidequests. Ich gucke erstmal nach, ob ich eine annehmen kann. Kann ich schon abgeben? Doch nicht, oder? Nein. Keine einzige. Gut, wie so ein Anni. Ich nehme nur die. Ich kümmere mich erstmal nur um. Platinerz. Okay, schön, schneller weiter. Ah, sehr schön. Ich muss. Das Königs neue Kleider. Oh. Ich muss experimentieren, um den Prototyp weiter zu verbessern. Aber meine feigen Assistenten haben meine Materialien versteckt. Zu gefährlich. Ihr werdet das Institut in die Luft jagen. Ha! Ich brauche 2 Klumpen Platinerz. Ich habe nur 13 Stück und das ist auch nur der Rare Drop, der goldene Drop von den Killermaschinen. Ne? Von Todesrüstungen. Oder so. Du hilfst mir doch bestimmt, oder? Das ist kein Problem. Höher, schneller, weiter. 4. Okay, damit soll ich das Ding aber wahrscheinlich vollständig haben. So, dann habe ich hier noch eine, die ich direkt abgeben kann. Heiligenasche, buntes Traumtuch. Nope. Die. Gottes Willen. Höher, schneller, weiter. Okay. Ja, wie mache ich das dann jetzt mit der Mission? Ich denke... Ich werde die nachher mal durch... Ich denke mal, ich werde es so machen, dass ich sie durchlesen werde schon mal und auch annehmen werde. 64 Plätze. Damit sollte doch das Ding wahrscheinlich dann komplett sein. Ich kann ja mal gucken. Also ich kann ja schon mal welche annehmen. Machen wir es so, genau. Ich nehme schon mal welche an. Die restlichen lese ich durch für euch. Und ich werde sie dann off-camera dann auf, dann halt, wenn ich sie alle abgeschossen habe, dann machen. Machen wir es doch schon mal so. Des Königs neue Kleider. Meiner treu, wir waren im Schloss und hatten gerade einen Auftrag an Land geholt, den König neu einzukleiden. Da kam so ein hässlicher Tyrannosaurier, macht alles zunichte. Bitte lasst nicht zu, dass diese Bestie sich zwischen seiner Majestät und handbestickte Hofkleidung von höchster Qualität stellt. Cool, neue Klamotten für Doric. Das gefällt mir. Eigentlich wie die Mission jetzt machen. Aber hallo, wir wollen Story, wir wollen Plots, wir wollen Action. Da mache ich die ganzen Nebensequests am Ende. Mann, aus dem Beutel an? Ich brenne drauf, den besten Beutel meiner Karriere zu schneiden. Also der. Damit du genug Ausrüstung umtragen kannst, um die Welt zu retten. Aber leider hat eine Horde Monster Steinheim angegriffen und ich kann nicht nähen, während sie alles kurz und klein schlagen. Hilfe! Das kriegen wir hin. Tiefere Taschen 3. Schön. Okay. So, was haben wir dann noch? König Sehnlichster Saat. Altbericht vom Weltenbaum, Hauptmann. Ein Schwarmmonster hat einen heftigen Angriff gestartet und wir werden ihrer kaum her. Wir brauchen eure Hilfe dabei, Aborias Wahrzeichen und Beschütze zu verteidigen. Ah, jetzt können wir auch den Weltenbaum als separates Ziel anwählen. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist awesome. So, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass das Mikrofon... Ich musste letztens ein bisschen an den Einstellungen rumfummeln und irgendwie habe ich jetzt Schiss, dass das Mikrofon nicht mehr richtig eingestellt ist. Hose runter. Aber ist okay. Mein Schatz, bei der Wäsche ist mir aufgefallen, dass mir meine... Unterhosen von der Leine stehen. Okay, whatever. Ich weiß nicht, was das soll, aber anscheinend steckt eine Gruppe Hexe dahinter. 60 von ihnen. Diese Pflege sollen sich was schämen. Zieh ihnen die Hammelbeine lang. Geht nicht. Marina. Heute ist nicht mein Tag. Fort mit der Flucht. Fort mit der Flucht. Fort mit dem Fluch. So. Erst hat mich der Regen überrascht. Ich wollte mich umziehen. Aber die Motten waren an meinen Sachen gewesen. Also bin ich zum Laden. Aber der hat gebrannt. Das muss ein Fluch sein. Bitte hilft mir ihn aufzuheben. Ich brauche 3 Prisen Heiligenasche von Haieschleim. Na, eine habe ich schon mal. Bunt, bunt, bunt. Buntes Traumtuch. Illion Ordinären. Ich weiß schon kaum, wo mir der Kopf steht. Und jetzt bestellt auch noch jemand einen bunten Rock. Dazu brauche ich besonderen Stoff. Ich sehe gerade von welchem Gegner. Das Beste wäre wohl buntes Traumtuch, wie es der Troll
wie es die Trollbosse tragen. Wuhu! Bring mir bitte 2 Wallen davon und wasch das Zeug bloß vorher. Monströse Begegnung. Hauptmann, ich habe einen Bericht von der Wachmannschaft am Weltenbaum erhalten. Eine fremde Person wurde als ich habe das Personal verdoppelt, um unsere Leute in Alarmbereitschaft zu versetzen. Doch wir konnten den Eindringling noch nicht finden. Helfen uns bei der Suche. Die werde ich direkt als nächstes machen und ich glaube, die machen sogar on camera, weil ich denke, das gibt einen DLC-Charakter. Was eigentlich nicht sein kann, weil ich eigentlich nur per DLC bekomme, weil ich das DLC nicht habe. Aber egal, Details. So, direkt mal die Post machen. Es ist ja nur ein Brief, aber gehört ja dazu ein bisschen. Alter, das ist echt ein voller Erfolg. Vielleicht sich mal, ja. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich konnte die Materialien, die du für mich gesammelt hast, heimlich ins Institut schmuggeln und das Experiment lief wie am Schnürchen. Also sag mir, wie bist du mit meinem neuesten Monster-Medaillen-Behälter zufrieden? Mach das Beste draus und schütz zusätzlich den Stauraum. Ich werde es definitiv tun und bevor wir es weitermachen, werde ich erstmal hier noch mal ein paar Mini-Medaillen einfordern. 18 Titel und ich habe hier mindestens 3 weitere. Prominenter Prüfling. Licht, Siegmund und Hüter des Lichts. Das Werk des Wahren macht des Lichts. Okay. Mini-Medaille. 2 sogar. Oh, okay. Held vom Wiegenwalde. Ja. 5 Vertreibung, der Belagerer vom Wiegenwalde, das ist der Wert des Tausends des Baums des Lebens. Doppelbosse sind echt fies. Und wir haben hier nochmal 2 Mini-Medaillen. Awesome! Und hier Wurzelbehandler. Für die Lieferung des Taus zum. Was? Für die Lieferung des Taus zum umnachteten Weltenbaum und die Vertreibung der Finsternis. Wieder 2? Sweet Ho! Und wie wir sehen können, wahrscheinlich noch 2 Bosse. So, was haben wir hier? Wegwischer. Ach ja, für den flüssigen Metallschleim. Ja, und daneben sehen wir schon den Königsmetallschleim. Also, die Platz da. Also, kann ich? Dieser Platz wird. Ich bin mir sicher, aber ich vermute mal, es wird der Königsmetallschleim sein. Und hier? Lageres für Erweiterung deines Zutatenbeutels auf das höchstmögliche Fassungsvermögen. Klar. Eine Mini-Medaille dafür wieder. Okay, Ausrüstungsbeutel wahrscheinlich als nächstes und Heilungsstein. Gut, muss ich mir deinen Behälter, kann ich mindestens einmal aufbewahren. Und bevor ich es vergesse, Heilungssteine, die muss ich wieder auffüllen. Das schneide ich euch aber raus, das müsst ihr echt nicht sehen. Bis gleich. Ja, so gut wie es halt ging, ne? Ich hatte nur Gold genug für 2. Upsi! Okay, Die Weltnarbe. Leute, wir sind da. Puh, hier qualmt es ja noch viel stärker als ich dachte. Ich kann mal kaum etwas erkennen. Tut mir leid, aber mit dem Wolkenbrecher kommen wir nicht ganz an die Karte heran. Wir müssen am Fuß des Vulkans einen Landeplatz finden und dort zu Fuß aus weiter. War ja klar. Bergsteigen, du machst wohl Witze. Hast du gesehen, wie steil das Ding ist? Wenn das nur unsere einzige Sorge wäre, wäre das geweißt, dass wir kommen. Das heißt, was heißt, dass jedes Monster, das da unten kreucht und fleucht, uns bereits erwartet? Du sagst es. Es ist ja nicht so, als hätten wir eine andere Wahl. Wenn wir nicht unsere einen Zahn zulegen und ihn schnellstmöglich stoppen, sind wir eh alle Geschichte. Ist korrekt. Ist korrekt. Kommt, einzige Option ist zu stürmen, feindliches Lager auszuhändigen reichhaltige Vermöbelungen. Eine bewundernswert kriegerische Einstellung. Aber unser Gegenspieler erwartet uns. Wir müssen unseren hässlichsten Widerstand vorbereiten. Hilfe. Und ja, Yggdrasil ist auch ein separates Ziel. Gleich was hält. Okay, König, langweilig. Interessant. Help. Und Treibers auch. Ja, Miep. Kann ich dazu nur sagen? Okay. Arboria, Mission? Wir werden noch gar nicht mehr was zu tun haben hier. Wunde der Welt. Willkommen in der Hölle. Ja, das glaube ich gern. Der heilige Taufmann hat Yggdrasil wiederbelebt. Doch bevor er flieht, lässt Widdersko die Helden wissen, dass das den dunklen Drachen Bandesiegel gebrochen wurde. Zur Wunde der Welt, bevor es zu spät ist. Es ist bald zu spät. Wir sind schon am Arsch. Minimal zumindest. Holla, die Waldweh, das kann jetzt was werden. Wunder der Welt und ich sehe schon wieder mindestens 2 Finsterschlünde. Das ist also die Wunder der Welt, hä? Hier liegt zwar
Sie liegt zwar in Sichtweite von Aboria, aber dennoch wirkt sie völlig fremdartig. Kein Wunder, da bist du mir erstmal hier. Hm, ein Ort mit einer wahrlich düsteren Aura. Als ob die gesamte Insel von der Essenz der Finsternis erfüllt wäre. Was wahrscheinlich auch so ist. Sie zu kennen, Hort des Bösen wäre nicht ab des Weges, ist eher so, als hätte ich ihr erschaffe es gehabt Sinn. Wer auch immer hier das sagen kann, hat weiß anscheinend, dass ein guter Gastgeber ausmacht. Da kommt auch schon das Empfangskomitee. Feinde in dieser Zahl waren ja zu erwarten, aber die Befestigung stellt eine ärgerliche Komplikation dar. Bergauf in Feindesland zu kämpfen, ist keine leichte Aufgabe. Jupp, deswegen wurden meistens Burgen auch auf Bergen gebaut. Also da kommt doch sowas von Lava raus, wenn ich da durch will. Ich schlage vor, dass wir versuchen, über den westlichen Hang hochgelegenes Terrain zu erreichen. Klingt gut, aber vergesst nicht, dass wir dadurch den Wolkenbrecher ungeschützt lassen. Es ist unsere einzige Möglichkeit, von hier wegzukommen. Man steht ruhig die Höhe hoch. Ihr könnt den Wolkenbrecher Schlopphut von Merikin den Mutigen lassen. Hä? Ist das nicht. Das ist nicht die Zeit für Witze, Medici. Allein hier zu bleiben, wäre jetzt viel zu gefährlich. Also ich sehe da mindestens noch 5 Soldaten. Ich will nicht ausnahmsweise mal nützlich machen. Ich muss kleinfach. Sonst werde ich nie wahren Mut finden, Schürf. Nun gut, wir vertrauen den Wolkenbrecher deinen fähigen Tentakeln an. Befehlige die Truppe immer mit einem kühlen Kopf, mein Freund. Medici darf nichts zustoßen. Und neue Zombies und ein Waffendämon. Und ihr könnt mich alle mal. Noch ein Waffendämon direkt vor der Haustür. Ist klar, ne? Sonst geht's euch noch gut, oder? Sonst ist auch alles in Ordnung mit euch, ne? Ihr blöden Säcke. Na gut, allerdings ist. Scheinbar geht er ja doch gerade ganz gut zu Boden. Und es sind derzeit nur Zombies. Betonung auf nur. Die sind zum Glück eher davon langsamer Natur. Autschi! Der Waffendämon ist ja definitiv das größere Problem. Aber, obwohl. Schon ganze. Was? Das war der erste Kill! Oh! Oh! Den hatte ich noch nicht? Das ist die stärkere Variante? Okay. Der sollte als erstes weg, weil der hat gerade ein anderes Boost. Den hatte ich doch nicht? Okay. Und Kadaver Corporal. Okay. Schleudert giftige Steine über das Schlachtfeld und verteidigt Mord an seinen Posten. Dann würde ich sagen, Kadaver Corporal. Totes. Waffendämon. Ihr bleibt mal hier. Wir gehen hier lang. Irgendeiner muss ja hier mal anfangen, ne? Und da ist noch ein Waffendämon. Na gut, okay. Ich würde sagen, die Gegner lasse ich erstmal Gegner sein und konzentriere mich gleich mal auf die Schlund. Ah, sehr schön. Ich konzentriere mich gleich mal auf die Schlundwächter. Die Heilscheiben halten so viel aus. Und es sind wieder die Großen. Natürlich sind es die Großen. Die ganz Großen. Und sonst ist es ja langweilig, ne? Es muss ja immer was Großes und Böses sein. Okay. Hab's kapiert. Ihr seid toll. Okay, obwohl da gerade einige Gegner sind, scheint da Medici bisher nichts abbekommen zu haben. Das ist ja ganz okay. Ach, Gott sei Dank, der ist weg. Gut, ist der schon mal erledigt. Und gib mir deine Medaille. Oh nein, Freundin. Du lässt meine Kollegen da unten mal schön in Ruhe. Jetzt, wo halt von oben kein Nachschub kommt, ist es eigentlich ja ganz okay. Oder nicht mal so schnell Nachschub, sagen wir lieber so. Ja, Melchi geht soweit noch ganz okay. Das ist cool. Und das nächste Cool ist, dass ich immer noch eingefroren bin. Geht doch. Afterkraft reduziert ist auch nicht besonders cool. Aua, das war auch nicht gerade cool. Wo ist er? Ah, da ist er. Da war gerade wieder irgendwas Böses. Ah gut, der ist eingefroren gerade. Und erledigt.
Weetle. Vielleicht noch eine Medaille. Komm. Oh, geil. Warte mal, da ist irgendwas anderes. Und noch eine Medaille. Sehr schön, die Feuchtmeere. Fliegt vorwärts und lässt es Eissplitter. Eissplitter? Okay. Dann würde ich sagen, hier volle Fund Verteidigung. Hier soll nichts mehr durchkommen. Das wäre schon schön. Okay, ist wieder irgendwas groß. Ein Heilkönigsschleim. Oh Gott, der heilt viel. Ja, nee, gerade nicht so Medici. Eher knuddelig. Verstehe schon. Und da ist noch ein Waffendämon, war ja klar. Ihr wollt eigentlich eher gerade den hier. So. Und ich hoffe mal, dass seine Majestät jetzt von uns geht. Wäre schon toll. Da sehe ich gerade den Goldbeutel. Sehr gut. Himmelsgebinde. Das ist ein Golddrop. Och, nö. Aber gut, habe ich schon mal wieder einen mehr. Okay, solange ich die großen Monster alle hier aufhalten kann, sollten die kleinen Monster da unten gar keine Probleme machen eigentlich. Vor allem bei der Waffe, den man hier schon fast erledigt ist. Autsch. Ich habe auch gerade schon wieder Backenfutter bekommen. Na komm. Komm schon. Geh schon. Komm schon, geh schon, bitte. Ah, da wird geheilt natürlich. Ja, sehr schön. Da sieht er irgendwo, hier sind hier halt, da sind wieder Heilschleime. Ah, die Medaille kommt erstmal mit. Okay, ja gut. Ich sollte jetzt nochmal hier wieder hochgehen und mal langsam diese kleine Flut an Gegnern mal ein bisschen aufhalten. Das wäre schon eine ganz korale Idee, würde ich mal sagen. Und ihr habt doch mit Sicherheit Heiligenasche von mir zwei. Seid ihr so nett? Ja, das sieht doch sehr gut nach Heiligenasche aus. Sehr schön. Den beiden Missionen abzugrasen, das ist eine echt super Sache. Okay, ja gut, ich sehe schon. Hier sind noch ein paar mehr. Ja gut, dann machen wir mal weiter hier, ne? Also die Gegner sind kaputt zu möbeln, ist ja jetzt nicht so das Problem, sag ich mal. Und die Mission, die ist jetzt da ein bisschen nervig, aber okay. Noch ist es nichts allzu Schlimmes. Und ich würde mal sagen, mache ich es einmal von denen hier. Das Schöne ist, die Konzentration steigt ja gerade sehr schnell, dadurch, dass ich halt zu viele Gegner hier habe. Das heißt also, ich kann auch mal locker den hier machen, ohne dass es halt allzu sehr weh tut, quasi. Ich sehe da aber keinen Goldbeutel, muss aber nicht schlimm sein. Weiherzünde. Na gut, das ist jetzt echt schlecht. Eine Weiherzünde ist echt mies. Dämmerstoff brauche ich auch nicht mehr. So, kann ich hier... Nein, ich muss wieder den großen Umweg machen. Kacke, das war blöd. Das war dumm. Na schön. Da sind aber gerade keine großen Monster wieder am Start. Mal gucken wir hier auch. Ach, eine Mini-Medaille, sehr schön. Und die hier unten scheinen ja gerade eigentlich gute Arbeit zu leisten. Ah, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich ignoriere es erstmal, die Monster, die an mir vorbeigehen, die ist nur noch oben. Wäre vielleicht, wenn besser. Nur die hier werde ich nochmal nicht berühren, weil, wie gesagt, die heiligen Asche kann ich noch gebrauchen. Vor allen Dingen sind halt noch, die sind ja noch auf derselben Ebene wie ich. So, Feuerzünde, nein, ach so, Feuerzünde brauche ich auch gar nicht mehr. Die brauchte ich, glaube ich, auch noch nie. Autschi. So. Ah, da kommt schon die letzte Welle. Okay, das ist schon. Ein Königsmetallschleim. Was? Schleim. Ein Waffendämon und ein Heilschleimkönig. Okay. Autsch! Das tat weh.
Okay, verdammt, ich bin krass, jetzt riech mich jetzt besser drauf. Verdammt, das ist schlecht. Das ist schlecht. Lass mich. Freedom for me. Aua. Ich krieg grad volles von Fackenfutter. Und der Hallschlangenkönig geht unter durch. Einfach wie warme Butter. Die warme Mutter von der Mutter geht einfach durch hier. Okay, da ist die letzte hier. Da die Mission schon fast vorbei ist, will ich mal sagen. Ach nee, da ist sie hier oben noch. Das ist da unten noch. Ach, das ist da. Oh nein, das ist da noch schlechter. So, und. War vielleicht blöd, dass ich direkt rausgehauen habe, aber egal. So, ich mache die Mission auch noch fertig, weil die letzte Welle. Die sind zwar über der Fahrtlänge und. Aber egal. So, der Waffendämon ist damit erledigt. Angriffskraft erhöht, sehr schön. Ah, das ist gut. So. Dann würde ich mal sagen, solange es Minchi da unten noch halbwegs gut geht. Ja, okay. Er hat gerade kleine Probleme, würde ich sagen, aber es doch geht. Ja, den Waffendämon auch vernichtet. Das ist keine Bayer-Zip. Also, okay, jetzt muss er aber definitiv runter. Ich denke mal, sobald ich den Erzdämon da unten vernichtet habe, sollte, glaube ich, auch der Rest der Monster den Rückzug antreten. Das ist dann. Ach, das ist wieder Waffendämon. Da ist gerade Doric verreckt. Doric. Ich dachte mit Sicherheit, mach wieder das auf Snake. Hätte ich leider echt gesagt. Aua. Und das war der Waffendämon. Sehr schön. Also ich hoffe mal, dass sie jetzt echt die Monster sagen, ich hau mal lieber ab. Wäre schon toll. Aber sieht nicht so aus. Okay, aber kein großes Problem. Ist ja eigentlich auch ganz okay so, weil damit kann ich sogar noch noch ein bisschen Himmelsgebinde und so weiter farmen. Das ist ganz okay. Autsch, was war das? Ach, der ist auch noch da, der Freundchen. Der nette Herr von der Nachbarschaft. Will er sich wieder Zuckerhaus sein oder wie? Dinkelberg. Ah, sehr schön, der ist wieder blockiert. Sehr schön. Gut, sobald der erledigt ist, sollten aber die Monster den Rückzug antreten. Ja, die treten den Rückzug an. Sehr schön. Gut, der Große wird bleiben, das ist klar. Oh, leck mich am Hilfe. Hilfe, Fleischmann, sag ich dann nur. Wow, die Mission war heftig. Aber cool. Die meisten heftigen Missionen sind cool. Wir konnten die Verhängnisflut stoppen. Doch dass die Kreaturen einen solch groß gewaltigen Azar auf Laut haben, ist kein gutes Omen. Ach was! In der Tat, es muss Velaskus Absicht gewesen sein, uns hierher zu locken, um es mit ein für alle Maliger auszumachen. Ach was! Ha, soll er doch versuchen, lass uns diese aufgeblasene Pappnase zur Strecke bringen und ihr zeigen, wie wen es zu tun hat. Lass es nichts überstürzen. Noch haben wir ein ganzes Stück Weg vor uns und es wird sicherlich kein Spaziergang werden. So früh schon auf durch große Zahl Monster zu treffen, kann nur bedeuten, dass uns auf dem weiten Weg noch mehr und noch stärkere Monster erwarten werden. Ach was. Ihr wisst echt, das Offensichtlichste noch offensichtlicher zu machen. Das kann nicht jeder. Und die Musik ist anders. War die vorher auch schon so? Also war die gerade eben, wo wir mit dieser Reihe angefangen haben. Mit dieser Questreihe. War die vorher auch schon so? Weiß gar nicht. Gut, jeweils eine gemacht. Auch mal Heiligen Asche und Himmelsgebinde. Und ich glaube, haben wir jetzt sogar genug Himmelsgebinde, um die Mission abzuschließen? Das wäre schon cool. Ich schaffe es ein bisschen umwenden. Nein, aber ich weiß, dass wir Himmelsgebinde brauchen. Ah ne, das war für eine andere Mission. Hehe. Ups. Okay, was brauchen wir denn für diese Mission hier? In Arbeit. Wir müssen hier 3 Missionen machen. Felsenbomben, Pelzprimaten, Höllengleit.
Das waren keine Höllengladiatoren? Ach ja, Waffendämonen. Höllengladiatoren sind die Version darunter. Upsi, mein Fehler. Vogelsang Nektar. Und Mission. Hm. Okay. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Aber egal, jetzt werde ich erst dann, würde ich sagen, liebe Leute, ich werde jetzt nochmal in die restlichen Heilsteine hoffentlich alle auffüllen. Und im nächsten Part wollen wir mal weiter gucken. Das wird heftig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.